Weiter geht's bei Age of Wonders 4 und unserer Eiskönigin. Und die letzte Folge ist schon ein Weilchen her. Ich hatte es bei YouTube schon gepostet. Wer es nicht mitbekommen hat, ich muss mich dafür entschuldigen. Ich war ein bisschen erkrankt, hatte ein paar Probleme mit der Wirbelsäule, alles nichts Schlimmes. Sport hilft dort und es ist noch nicht 100% weg, aber es geht soweit schon wieder. Okay, wir machen weiter und gucken uns erst nochmal alles in Ruhe an, denn wir haben ja jetzt alle ein bisschen länger nicht geguckt. Das ist die vierte Folge und das ist die Karte, wie sie sich uns darstellt. Und in den nächsten Folgen müssen wir uns darauf konzentrieren, zwei Dinge zu machen. Zum einen müssen wir Schnittfort anschließen und wir müssen es hinkriegen, eine Armee oder Armeen aufzubauen, um diese Plage hier oben zu besiegen. Und das ist relativ interessant. Warum ist das relativ interessant? Die Plage hat nämlich eine ziemlich... Oder die Plage ist relativ stark. Und wir gehen da mal rein und gucken uns das mal an. Die Plage bedeutet ja natürlich auch, dass sie immer größer wird. Ja? Ihr seht das hier. Ein Schwarm mächtiger Drachen hat diese Region besetzt. Wenn niemand etwas dagegen unternimmt, werden sie an Stärke gewinnen und ihr Territorium erweitern. Und das wird in 3 bis 6 Runden werden die aktiv. Dann schicken die Armeen los und dann könnt ihr euch auch angreifen. Und dagegen müssen wir uns wappnen. Und das Problem ist, unsere Armee hier ist aktuell einfach nicht in der Lage, uns adäquat zu verteidigen. Klar, wir sind hier eigentlich ganz gut aufgestellt, aber... Die Göttin Nerdhilde von Nerd, unserer Eiskönigin, ist einfach dazu momentan nicht in der Lage. Hier unten haben wir noch einen Speer, aber auch da sieht es, was Armeen angeht, nicht so gut aus. Wir haben momentan noch keine Sachen, die wir von den Vasallen mobilisieren können. Wir haben da hinten irgendwo ein Wildschwein rumlaufen, ja, aber das ist jetzt auch nichts großartig Besonderes. Also da müssen wir wirklich gucken, wie wir da weiter vorgehen, denn da müssen wir uns wirklich als erstes drum kümmern und parallel natürlich gucken, dass wir Schnittfort anschließen. So, das sind im Prinzip die Ziele der nächsten Folgen. Und hier unten würden mit Sicherheit auch noch ein paar Monster rumhängen, aber wenn ich ehrlich bin, die sind eigentlich nicht primär wichtig, denn primär wichtig ist jetzt erstmal den... oder das hier hinten wegzumachen. So. Und dazu ist wichtig, dass wir die Einberufung erhöhen. So. Und die Einberufung ist, die haben wir momentan bei 31. Und wir bauen eine Burg, damit wir natürlich auch bessere Einheiten bauen können. Deswegen, wir machen den Pikinierbauer fertig. Dann warten wir noch ein bisschen. Oder können noch gucken, ob wir die Burg dann einfach kaufen. Das werden wir in der nächsten Runde dann sehen. Und dann bauen wir entsprechend bessere Einheiten dann eine Runde später. So, so ist der Plan. Und wir könnten halt auch gucken, dass wir jetzt wirklich einmal diese Produktivität noch boosten. Aber am Ende des Tages müssen wir wirklich zusehen, dass wir die Einberufung stärken. Deswegen würde ich gerne schon mal schauen, dass wir ein Gebäude schon mal reinsetzen, wodurch wir eben hier diese Einberufung ein bisschen stärken. Und das wäre der Grobschmied. Und dazu bräuchten wir 2 Steinbrüche. Und jetzt gucken wir mal, wie viel wir hier an Steinbrüchen schon haben. Nämlich gar nichts. Ich weiß nicht, ob wir in 2 Runden das schaffen. Wir könnten uns hier noch einen holen. Dann könnten wir uns 2 Steinbrüche holen. Und zwar hier oben in diese Richtung. Denn da gibt es nämlich noch Weideflächen. Das wird auf jeden Fall mehr Weidefläche. Und das wird ein Goldlager. Das wird dann, ich weiß gar nicht, das ist eine Mine, glaube ich. Das heißt, wir können uns eigentlich gut hier in diesem Bereich einen Steinbruch holen. Das ist schon mal eine gute Sache. Gut, da müssen wir dann auch hin und uns das holen. 15 lasse ich mir auch gerade noch gefallen. Und hier vorne möchte ich wirklich da eine Farm hinhaben. Wir könnten auch überlegen, ob wir jetzt hier unten dann noch einen Steinbruch hinsetzen. Das ist, glaube ich, Jacke wie Hose oder gehüpft wie gesprungen. Das ist egal. Und dann sind wir in der Lage, das Ding hier zu beenden. Und wir können in 2 Runden den Grobschmied bauen und dadurch hier die Produktivität boosten. Und wir gucken mal, ob wir den dann sogar in der nächsten Runde eventuell kaufen können. Dann haben wir zumindest das Thema auch schon durch. Okay, gut. Also, das haben wir. Na, der nächste Punkt. Wir produzieren Einheiten für Sie. Und können jetzt mal schauen, dass wir für sie bessere Truppen bauen. Und dann ist halt wichtig, dass wir hier vorne aufräumen. Wir müssen auf jeden Fall ihn hier wegmachen. Und wir müssen auch ihn hier weghauen, dass wir diese beiden Ressourcen nutzen können, um uns dann auf dem... Ja, ist gut, Knurri. Um uns dann auf den Weg hier hinzumachen. Zum Drachenbau. Denn der muss wirklich, der muss weg. Okay, gut. Jetzt bin ich am Überlegen, was er hier noch hat. Das ist einfach nur... Irgendein Fritze, ne? Also, wo steht der? Ach, auf Mana ist das, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, Mana
haben wir momentan nicht so viele Probleme. Ich glaube, das ist gerade noch okay. Das können wir uns noch ersparen. Okay, gut. Dann haben wir zumindest das Thema auch erledigt. Und müssen jetzt mit dir einmal abwarten. Oder ist 315, ne? Nee, wir warten noch auf die Truppen ab. Wir warten auf weitere Truppen ab. Gehen nochmal in die Reichsentwicklung. Wir haben 199. Und da gibt es noch nichts weiteres Interessantes für uns. Das ist auch okay. Dann gehen wir nochmal in die Forschung hinein. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, wir erforschen gerade den Schneesturm. Der ist auch okay. Und können zum Schluss einmal schauen, ob wir die Frostpfeile wirken. Aber ich glaube, das können wir uns auch ersparen. Gut, dann gehen wir noch einmal die Sachen durch. Diplomatieübersicht. Wir kennen noch niemanden. Zwei freie Städte. Wir sind bei den Siegen noch nicht wirklich sehr viel weitergekommen. Nerdhilde von Nerd ist sie. Und hier vorne haben wir den Regenbogenklee von Schnittfurt erhalten. Das ist 100 Beziehung auf freie Städte. Das ist schon gar nicht schlecht, muss ich sagen. Gerade auch, weil wir damit hier so ein bisschen Basisbonus bekommen haben. Das haben wir gesehen. Unsere Städte gibt es momentan nur eine. Die Armeen habe ich euch auch gezeigt. Rekrutierung macht momentan noch keinen Sinn. Und dann gehen wir in die nächste Runde. So. Gut. Jetzt könnten wir bereits zum Zaubern die Frostpfeile. Ja. Die Frostpfeile. Für physische Fernkampfstandardangriffe. Für physischer Fernkampfstandardangriff verzauberte Einheiten plus 4 Frostschaden plus minus 2 physischen Schaden. Müssen wir wirklich, wenn wir das machen, müssen wir vorher in die Analyse gehen, ob die Truppen, die wir angreifen, wirklich frostempfänglich sind. Dann könnten wir das machen, ansonsten macht das keinen Sinn. Okay, so, die Einheit kommt bitte da rein. Tja, wo gehen wir mit dir hin? Ich würde sagen, erstmal hier hingucken. Okay, da kommen wir nicht hin. Wir könnten wassern und uns den Schatz holen. Oder wir gehen hier hinten lang an Schnittfort vorbei. Ich würde sagen, das machen wir. Wir gehen mal hier hinten an Schnittfort vorbei, dort in den Wald hinein. So. Dich überspringen wir nochmal kurz. Einmal dahin. Was ist das? Okay, der ist zu stark. Da ist auch was. Und, oh, da ist ein Untergrundeingang. Da könnten wir in der Tat mal reingehen und mal gucken, was dort drin ist. Das können wir machen. Da können wir mal runterdackeln. Vielleicht finden wir da was. Vielleicht finden wir da was Schönes. So, Schnittfurt, wie geht's dir? Können wir dir was Gutes tun? Das geht leider noch nicht. Flüsterstein zurücknehmen will ich auf keinen Fall. Wir sind bald im Loyalitätspakt. Das ist gut. Das bringt uns zwei Tröten zur Vasallmobilisierung und verstärkt im Kampf gegen Plünderer und Herrscher, mit denen die freie Stadt in Krieg führt. Das ist schon mal eine gute Sache. Und also Rekrutierungspunkte zu haben, von mir liebevoll Trötenpunkte genannt. Also nicht Kröten, sondern Trötenpunkte. Das bringt schon was. Da haben wir nämlich ein paar Einheiten, die wir rekrutieren können. Das zeige ich euch, wenn es soweit ist. Das ist sehr praktisch. So, jetzt ist die Frage, was wir mit ihr machen. Wir sind bei 350. Wir könnten natürlich ihn eigentlich gefahrlos angreifen. Aber wir gehen erstmal hier rein und schauen mal, was wir jetzt hier. Also erstmal gehen wir hier einmal schauen. Moment, ganz ruhig. So. Produktion beschleunigen, 50. Check. So, dann sind wir auf 50 Einberufung. Das ist schon mal gut. Und dann will ich hier. Tja, was machen wir hier? Eigentlich möchte ich hier gerne in Richtung Gold weitergehen. Stadtstabilität liegt bei 5 neutral. Das müssen wir auch verbessern. Aber eigentlich, wir müssen die Stadtbauwerke machen, Verkäufer. Denn weitere Einheiten und Armeen kosten natürlich Geld. Und das braucht man natürlich erstmal. So, und dann gehen wir in die Einheit. Das haben wir alles. Und jetzt gibt es zwei neue: Bannerträger und einen Verteidiger. Und die gucken wir uns mal an. Der Bannerträger ist von den edelmütigen Eisen-Nerds, scharfsinnige, arktische Anpassung, feudale Wunderarchitekten mit Mana-Kanalisierung. Freue ich mich drauf, das weiter zu spielen. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Let's Play findet. Ich finde es tatsächlich ziemlich cool.
Und die haben den Bannerschlag gespalten. Oh, das ist ja super. Ein einzelner Magieangriff auf die Zieleinheit. Wichtig ist hier der eine Punkt. Ihr könnt das ein einziges Mal pro Runde anwenden. Es gibt auch, ich weiß, das Spiel ist ja mittlerweile schon ein bisschen draußen. Hier seht ihr das? Da seht ihr, ihr könnt das bis zu dreimal anwenden. Das bedeutet, wenn ein Typ neben euch steht, kann der nur einmal draufhauen, der andere dreimal. Das würde bedeuten, er macht einmal 16, der andere wird natürlich dreimal seine 12 Schaden machen. Allerdings hat der den Vorteil, dass er die gespaltene Verteidigung hat. Basischance von 60%, die Verteidigung zu spalten für drei Runden. Das ist extrem mächtig. Und das kann gestackt werden oder nicht. Unterliegt den Regeln der direkten Sichtlinie, kann nicht innerhalb einer feindlichen Kontrollzone verwendet werden. Das ist natürlich. Das ist eine, also, wir merken uns, das ist eine Fernkampfeinheit. Da haben wir in der Armee schon zwei drinnen, ne? Ja, das macht keinen Sinn. Wir brauchen eine Nahkampfeinheit. Also kommt eher der Verteidiger mit rein. Arktiswanderung, kann sich über Landfelder bewegen und Schildeinheit, das ist gut. Der hat einen Schildwall. Das ist super. Einen weiteren Schildwall würde unsere taktischen Möglichkeiten hier deutlich verbessern. Er hat einen schweren Schild. Plus 6 Verteidigung, 50%. Wow. Dafür nur eins für Widerstand. Ah, der ist schon mächtig, ne? Ich denke, wir werden uns so einen nochmal holen. Ein Verteidiger. Ich glaube, Verteidigung ist in dem Fall der beste Angriff. Moment, macht das Sinn? Verteidigung ist die beste Verteidigung. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, dann warten wir auf den nochmal. Der dauert noch ein paar Runden. Und dann sind wir soweit fertig. Der dauert zum Wirken zwei Runden, betrifft Plänkler-Einheit. Ich bin halt am Überlegen, ob wir das schon vorbereiten. Wir gehen mal in die Armeen hier oben rein und gucken mal, ob die beiden Frostschaden haben. Ihr könnt ja auf die Armeen draufklicken, Rechtsklick. Und dann könnt ihr diese, was ist das denn? Ein geringer Sturmgeist. Ja, der ist wirklich gering, ey. Und er hat Frostschaden. Minus 41%. Ha! Und er hier? Das ist, also das wäre natürlich jetzt schon. Gut, die wiederum nicht, ne? Bei denen ist genau andersrum. Das sind selbst Frosteinheiten. Ah, das ist jetzt schwer. Das ist jetzt schwer. Ob wir das wirklich machen. Wir lassen uns mal bleiben. Ich glaube, das bringt uns nicht so viel. Zumindest für den einen Schlacht schon. Minus 2 physischer Schaden ist halt schon. Ist halt schon nicht ohne, ne? Das sind hier immerhin 20%. Ach, nee, wir machen es nicht. Nächste Runde. Die Jagd auf das Feuergeborene. Herzog Kin Delagara grüßt dich feierlich, majestätische Nerthilde von Nerd. Schnittvor lädt euch ein, herzlich zur zeremoniellen Jagd auf das Feuergeborene Blutzahnferkel ein. Einmal in der Dekade reiten unsere besten Jäger aus, um den feuergeborenen Blutzahnferkel nachzustellen. Jede Kreatur, auf die wir treffen, wird gnadenlos bringen wir zur Strecke und sammeln das Fleisch zu Ehren von Schnittwort, bis wir das flammenerfüllte Blutzahnferkel finden. Mit eurer Teilnahme an der Jagd würdet ihr uns eine große Ehre erweisen. Schickst du Schnittwort einen Jagdtrupp, um an der Jagd nach dem Ferkel teilzunehmen? Was kostet uns das? Nix, ne? Ich würde sagen, wir machen das. Ja, logisch. Zack. Ist die Frage, ob wir das wirklich
Ach, wir müssen echt 5 Blutzahnferkel in 5 Runden töten? Ach du grüne Neune, ey. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, stand da auch irgendwo, ne? Ja, das gehen wir schon hin. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Wo finde ich denn diese Blutzahnferkel, ey? Wir könnten hier einmal die Gefolgschaft stärken. Blub. Und dann haben wir in 3 Runden einen Vasallenpakt. So. Wie sieht's hier aus? In 2 Runden ist der Verteidiger fertig. Da müssen wir also noch ein bisschen warten. In 3 Runden wächst die Stadt. Alles klar. Gucken wir uns mal dies an. Und freie Stadt teilt die Sicht, trägt 2 zur Vasallenmobilisierung bei. Oh, das ist sehr gut. Wir können einfach mal die Vasallenmusterung machen. Und hatten wir das vorher schon? Ich glaube nicht, ne? Wer ist er? Menschen. Unerwartet, dass da hinten Menschen stehen. Wer bist du? Ah, das ist seine Armee. Okay. Das ist irgendein Astralbau. Ich hoffe, ich finde irgendwann mal so ein Schweinchen. Ich meine, ich habe hier selbst eins hier hinten, ne? Aber das ist kein Blut. Ach, verdammt, das ist ein Blutzahnferkel. Ich kann doch nicht mein eigenes Ferkel töten. Egal, wir gehen erstmal da unten rein und gucken mal, was da drin ist. Grab des kreischenden Kreischlings. Und hier gibt es genau nix. Ja. Gut. Dann können wir in der nächsten Runde wieder nach oben gehen. So. Das ist auch jetzt wichtig. Das gucken wir uns mal an, was wir damit machen können. Also, wir haben einmal die Möglichkeit, freie Städte mit zugewiesenen Flüsterstein liefern sofort Sichtweite. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Das haben wir nämlich schon. Er hatte 20, oh, 20 Kampfzaubern, Weltkarten, Zauberpunkte. Ist echt gut für Kämpfe. Das Zerstören einer Plage oder die Eroberung einer Stadt gewähren freien Städten zu 300 Beziehungen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Die Frage ist jetzt: Plage ist, glaube ich, nur. Genau, nur sowas hier. Das weiß ich nicht, ob das im Moment zielführend ist oder ob wir das erreichen können. Gründung übernehmen von Städten dauert minus 2 Runden. Und der Bau eines Außenpostens kostet weniger Gold. Ich würde sagen. Wir holen uns auf jeden Fall den hier. Und beim Rest warten wir nochmal ab. Denn damit sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt. So. Was kostet es, die Einheit zu bauen? 174 ist mir noch zu viel. Da warten wir noch ein bisschen ab. So. Eine Runde warten noch bitte, liebe Nerdhilde. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo vielleicht schon so diese komischen Ferkel sehen. Du kannst dich nicht weiter bewegen. Unser eigenes Ferkel haben wir bewegt. Das sind Kraken. Vielleicht hier oben, aber das ist ein Drachenbau, ne? Ach, ist das dann noch? Moment, ist das dann noch einer? Nee, das ist Hochhall. Wo auch immer ich diese komischen Ferkel finden werde. Nun gut, nächste Runde. So. Nerdistan hat einen Verkäufer gebaut. Sehr schön, 131. Und wir werden jetzt dich einmal kaufen. Du bitte da rein. Und du einmal da oben hoch. Sehr gut. So, dann gucken wir, was wir haben. Also, wir haben 119. Wir sollten jetzt mal was in Richtung der Wissenschaft machen. Arkane Wehrgänge. 5 Befestigungszustand. Wir sind bei 50, ne? Das könnten wir auch machen. Dazu bräuchten wir eine Försterei. Die könnten wir in 2 Runden machen. Hier hinten hin. Dann so sollten wir überlegen, dass wir 2 Runden lang noch was anderes bauen. 5 Einnahmen durch Gold und Mana.
Das ist natürlich nicht schlecht. Ein Zauberturm. Zwei Sichtweite, Imperium. Schaltet frei, Zauberturm, Stufe 1, Gruften. Oh, das ist das. Das ist halt schon gut, ne? Der Zauberturm. 15 Einnahmen durch Nahrung, 5 pro angrenzender Farm. Ich würde fast sagen, wir nehmen das Eintreibelager. Eine besondere Provinzverbesserung. Das bringt natürlich eine ganze Menge, ne? Können wir das hier hinsetzen? Minus 5 prognostizierte Einnahmen. Das heißt 10 mehr. 10 Nahrung mehr. Das wäre schon nicht schlecht, ne? Am Ende des Tages ist es, glaube ich, egal, wo wir es hinsetzen. Wir setzen das mal da oben hin. Und danach noch nicht die Bibliothek. Wir gucken dann mal, dass wir in zwei Runden den Bereich hier anschließen. Und dann bauen wir die Bibliothek, dass wir die auch noch boosten. So, Schneesturm. Jawohl. Alle Einheiten der feindlichen Zielarmee erleiden 20 Frostschaden. Das ist sehr gut. Darauf habe ich gewartet. Deswegen, ich glaube, der andere ist da nicht so sinnvoll, weil wir halt 20% Schaden abgeben würden. Wir nehmen über den Frostschaden für diese Schlacht jetzt dort vorne. Ich glaube, das macht in dem Fall mehr Sinn. Eine Runde. Machen wir. So. Tja. Da können wir nicht allzu viel machen, ne? Können sie dann nach oben gehen. Ich frage, ob wir oben weitergehen. Ich würde sagen nicht. Wir gehen einmal unten lang. Gucken mal, was es da gibt. Und du gehst bitte da lang. Und, oh, auf den Turm bitte. Zack. Was ist das denn da hinten? Astrale Irrlichter. Ja. Nicht sehr spannend hier die Ecke. Ich würde sagen, wir gehen aufs Meer und schippern dann mal ein bisschen übers Meer in der nächsten Runde. Okay. Wunderbar. Das hier hinten, denke ich mal, wird alles... Weiß ich nicht. Obwohl, da hinten ist... Oh, das. Das könnte in der Tat noch spannend werden. Vielleicht gehen wir doch erstmal hier oben lang. Und erkunden da weiter. Ja, so machen wir das. So, was haben wir hier? Besondere Verbesserungen. Besondere Verbesserungen können in den Städten gebaut werden. Öffne die Produktionsliste deiner Städte. You are about to build a special province improvement. These must be built on top of existing improvements. Genau, das haben wir gerade schon gelernt. Gut, nächste Runde. So. Was nun? Ja, wer bist du denn? Ihr seid also die Königin Nerdhilde von Nerd, von den edelmütigen Eisennerds genannt, die Eiskönigin. Wie enttäuschend. Verhaltet euch ruhig, sonst kratze ich euch die Augen aus. Tja, minus 310. Rakshagi empfängt dich mit Feindseligkeit. Tja, jetzt ist die Frage, wie ist unsere gute Nerdhilde drauf? Ich würde ja eher sagen, sie ist ja... dass sie eher so, ja, tja. Ist ja schwierig. Wie ist Nerdhilde drauf? Ich stelle sie mir eher als gutmütigen Charakter vor, ne? Muss ich ja wirklich sagen. Aber ich weiß nicht, ob sie diejenige ist, die jetzt hier so ein Willkommensgeschenk schicken würde. Wenn er schon wie die Axt im Walde auftritt. Oh, da oben ist noch einer. Ja, doch. Wir werden mal ein Willkommensgeschenk schicken. Booste das Ganze um 50. Dann sind wir nicht mehr ganz so schlecht. So, minus 260. Mehr will ich mit dir aber nicht besprechen. Lebe wohl. Ich grüße euch, Königin Nerdhilde von Nerd. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Erzseherin Vaneria. Viele Godir führen Krieg, doch ich will Frieden schließen. Oh, das ist gut. Der schicken wir definitiv. Zack, ein Willkommensgeschenk. Frieden, da bist du bei mir immer an die richtige Stelle, weil Neria
Es sei denn, du mischst dich in unsere Angelegenheiten ein. Das könnte eventuell böse für dich ausgehen. Okay, dann machen wir mal. Wir sagen, lebe wohl, bis zum nächsten Mal. Und dann schauen wir mal, wo die sich rumtreiben. Da nicht. Wo sehen wir sie denn? Wo sehen wir sie? Wo sehen wir sie? Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Ja. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Sich uns noch nicht so intensiv vorgestellt. Nun gut, dann soll es so sein. So, eine neue Mobilisierung hat begonnen. Das gucken wir uns gleich mal an. Obwohl, nee, das können wir jetzt machen. Ein Astralhüter. Das kostet uns ein bisschen Geld und 2 Punkte. Die Frage ist, was wir brauchen. Können wir schon einen neuen Helden mobilisieren? Nee, da macht das keinen Sinn. Wir brauchen erst einen weiteren Helden und dann können wir uns eine neue Einheit holen, damit wir eine zweite Armee gründen. Okay, so, bereit. Zauberbereit zum Starten. Genau. Er leidet 20 Frostschaden. Na dann, auf geht's. Ah, verdammt. Nein! Merde! War der in der letzten Runde auch schon da? Also ich meine, ja, toll! Aber das wollte ich doch machen. Das gibt's ja nicht. Ah. Mist. Okay, dann machen wir es auf ihn hier. Das macht natürlich jetzt irgendwie keinen großen Sinn. Aber egal. Und Angriff. Moment, Arkane Forschung festlegen, das machen wir zuerst. Ein Schneegeist oder eine weiße Hexe. Die Frage ist, was können wir am meisten gebrauchen? Aber eine Eiskönigin hat ja eigentlich auch eine Eishexe, ne? Also könnte man ja durchaus argumentieren, dass rein rollenspielerisch die weiße Hexe die richtige Entscheidung ist. Die Frostblitze. Das ist natürlich gut, ne? Jemanden gefrieren zu lassen. Das haben wir schon mal gesehen. Die Sachen, glaube ich, machen keinen großen Sinn. Ich hätte gerne die Hexe. Ich hätte gerne die Hexe. So. Dann. Ah, da ist er. Schau, guck. Dann gehen wir jetzt doch aufs Meer und schippern mal direkt darüber und gucken mal. Ja, hier ist er. Oh ja, da gehen wir jetzt mal hin, nämlich den Landweg und gehen da lang. So, aber wo ist er denn? Also dich habe ich gefunden. Na gut, also den anderen noch nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. So, einmal gen Süden. Gucken, ob wir da lang kommen. Nee. Dann gehen wir in der nächsten Runde aufs Wasser und schauen mal, dass wir uns übers Wasser weiter bewegen. So, wie sieht es hier in Schnittfort aus? Ja, da geht es auch bald in den Vasallenpakt über. Und dann einmal da rein, bitte. Wir sollen ihn erlauben zu gehen. Eine gute Tat deines Charakters. Die unabhängige Armee wird von diesem Ort entfernt. Also, ich stelle mir unsere gute Eiskönigin eigentlich eher als guten Charakter vor, muss ich wirklich sagen. Sie ist definitiv nicht die böse Eiskönigin. Es gibt ja genug Stellaris-Let's Plays, wo wir die Bösen gespielt haben. Ich denke, es wird mal wieder Zeit, eher einen Guten zu spielen. Wir erlauben ihnen zu gehen. Ja, top. Dann können wir uns demnächst um die hier kümmern. 2.15. Das wird in der nächsten Folge dann wahrscheinlich schon eher eine größere Herausforderung werden. Aber ist immer ist nett, dass der uns hier das freigeräumt hat, ne? Das ist ja grundsätzlich super. So, dann gehen wir trotzdem nochmal hier rein. Und in einer Runde können wir uns das hier holen. Okay. Ich bin überlegen, ob wir trotzdem schon Truppen bauen.
Ich denke, wir machen das. Ein Verteidiger haben wir schon gesehen. Ein Bannerträger hat den Bannerschlag. Bollwerk, gestärkte Verteidigung. Ui. Ruhige Standarte, kann heilen. Der ist natürlich nicht schlecht, ne? Der ist sogar noch ein Tuck besser als unseren Astralhüter. Hat einen Lichtstoß. Oh. Aber auch nur einer. Der hat minus 4 Schockschwäche. Also hat eine Schwäche gegen den Schockzustand. Aber der wäre in einer Armee nicht schlecht. Dann hätten wir damit natürlich durchaus eine gute Kombination. Ich würde aber, wenn dann, eher den Bannerträger nehmen. Was hat denn unser Bannerträger? Der hat auch die Bollwerksstandarte. Dann können wir besser unseren Bannerträger nehmen. In einer neuen Armee. Und hier einmal den Astralhüter. So. Und dann gucken wir mal, was wir davon noch holen. Und dann bereiten wir uns jetzt doch schon mal auf die nächste Armee vor. Und wenn wir irgendwann in der Lage sind, einen weiteren Helden zu rekrutieren, dann holen wir uns die. Die könnten wir übrigens jetzt schon nehmen. Das würde allerdings bedeuten, dass wir natürlich ein paar Mali bezahlen. Also wir bezahlen ein bisschen mehr für ihn. Aber wir können auch warten. Also ich sehe da jetzt kein Problem mehr. Wir haben hier eine ganze Menge Helden. Das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Okay, nächste Runde. Ach, da ist er. Rakshagi, guck einer an. Hast du das hier für uns freigemacht? Nice, nice, nice. Na dann. So, du wurdest beleidigt. Konflikt beilegen. Kann ich hier nicht einfach zurückbeleidigen? Ich will den Konflikt nicht beilegen. Kannst mich mal. Ich rede nicht mit Katzen. Katzen liegen bei uns vorm Bett ausgestopft. So, ja. Die Freistadt teilt 30% ihrer Einnahmen, teilt alle magischen Materialien, trägt noch weitere 2 zur Vasallenmobilisierung bei. Wir haben jetzt 2 weitere Tröten. Handelskosten liegen auf dem Standardwert. Sehr schön. Das bedeutet, haben wir noch irgendwas bekommen? Okay. Dann hat er auch nicht mehr gehabt. Okay, sehr schön. Gut, gut. Das ist eine schöne Sache. Und die nächste Stufe wäre dann das feste Vasallentum. Und wenn wir hier hinten sind, dann gehört das Ganze uns. Und das ist das Ziel. Und wir können nochmal sagen, Gefolgschaft stärken. Dann geht es noch ein bisschen schneller. Denn die Stadt wollen wir auf jeden Fall haben. Und dann müssen wir nochmal gucken, wo wir die dritte Stadt gründen. Das würde ich eigentlich gerne in dem Bereich hier oben machen. Das sieht nämlich ganz gut aus. Hier sind wir eigentlich schön abgeschottet. Können uns eventuell hier hinten in diese Richtung erweitern. Da müssen wir mal schauen. Wenn wir das hier abgeräumt haben, dass wir da mal einen Erkundungstrupp losschicken. Und eventuell dann noch Hochhall uns holen, aber das werden wir alles sehen. Und ich bin immer noch mich am Fragen, wo er hierher kommt. Ich meine, bei ihm wissen wir das, ne? Der ist von hier. Aber kommt der eventuell aus dem Untergrund oder so? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt erstmal mit der Armee einmal hier rüber. Jetzt will ich wirklich mal sehen, was wir hier hinten noch haben. Ei, gucke. Da ist er. Die Hexbrücken. Schick. Die Hauptstadt, die Thronstadt von Vaneria. Ja, sehr gut. Wir können gleich nochmal in die Diplomatie mit ihr gehen. Und wir sollten jetzt doch mal hier landen. Und werden mal gucken, was sich hier oben befindet. Das sollten wir uns auch mal angucken. Da sehe ich nämlich noch einen Turm. Den können wir nochmal erkunden. So. Was haben wir bekommen? Verdammt, das habe ich nicht nachgelesen. Regenbogenklee. Den hatten wir vorher auch schon. So, wir können eine weitere Provinz bauen. Ja, genau. Jetzt die große Frage. Ist eigentlich keine Frage. Die Försterei sollten wir machen. Damit wir eben jetzt die Bibliothek machen können, um unsere Forschung zu boosten. Gut. Du gehst einmal ins Wasser, bitte.
Ah, ein Schatz. Den holen wir uns. So, weitere Befehle erforderlich. Das machen wir in der nächsten Runde. Das machen wir nicht mehr jetzt. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, ob wir ansonsten noch was zu tun haben. Forschung haben wir alles gemacht. Das gucke ich mir offline an. Ja, dann gehen wir nochmal in die Stadt rein. Der Bannerträger ist auch bald fertig. Dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Halt, stopp, stopp, stopp. Wir wollten nochmal mit der guten Vaneria reden. Und ich würde gerne gucken, ob du bereit wärst, eine Zauberverbindung zu akzeptieren. Für 169 Gold machen wir das natürlich. Sehr schön. Um dann eventuell sogar einem Abkommen zuzustimmen. Da müssen wir größer 50 sein. Das kriegen wir doch mit Sicherheit hin. Und dann gucken wir mal, ob wir eventuell offene Grenzen oder sowas machen können. Und das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Das war mir noch wichtig. Wir sind jetzt zumindestens, wir haben eine Verbindung miteinander. Und ja, ich hoffe, das bleibt so. Man sollte ja nicht nur Feinde auf dieser Welt haben. In dem Sinne, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Kommt morgen 17 Uhr. Euer Strategiener. Ciao, ciao.